Zunächst einmal, Hämorrhoiden stellen keine Krankheit dar, die Schwellpolster im inneren Bereich des Analkanals darstellen. Sie sorgen dafür, dass der Stuhl kontrolliert und gesteuert abläuft. Dazu füllen sie sich mit Blut und bilden einen Gefäßschwamm. Das unterstützt den Schließmuskel in seiner Funktion. Sonst verließen Gase, Feuchtigkeit und Kot unkontrolliert den Darm. Erhöht sich der Innendruck im Bauchraum, zerstört über einen längeren Zeitraum die Aufhängung der Hämorrhoiden und die Gefäßpolster verlagern sich nach außen. In Folie GesenzM liegt das typische Krankheitsbild des Hämorrhoidalleidens. Es beginnt in vielen Fällen harmlos, schreitet in der Regel ein für immer Überbrennen, Jucken, Nässen, Blut im Toilette bis hin zu Kontinenzproblemen. Einteilung in vier Stadien.